Hallo, servus, grüß dich wieder auf meinem Channel. Heute geht's in meinem Best Ager Tutorial, wie du dich am besten vorm Babysitten deiner Enkelkinder oder, ich weiß ja nicht, wenn du keine Enkelkinder hast, hast vielleicht andere Bekannte, die auf die Idee kommen könnten, dich zu fragen. Also wie du dich am besten davor druckst. Bleib wieder bis zum Schluss dran, weil da erfährst du meine Strategie, wie die auf gar keinen Fall mehr einer fragt. Also, was meine ich wieder damit? Na, heutzutage wollen ja die Kinder alle Karriere, Familie und auch noch Zeit für sich haben. Und gleich, wenn der kleine Hosenscheißer auf die Welt kommt, sollte sich die Oma oder der Opa der uninteressanten Herausforderung stellen und am besten den ganzen Tag auf das Kind aufpassen. Und vielleicht dabei auch noch den Haushalt schupfen. Und dafür darfst du dann hören, meine Mutter war eine wunderbare Mutter oder Papa und ist jetzt eine wunderbare Oma. Ein großes Danke für die lebenslange Leibeigenschaft. Wie ich sicher schon mal erwähnt habe, habe ich eine Tochter und ich habe die zur Eigenständigkeit, Geld verdienen, also eigenes Geld ist ja wichtig für eine Frau und Karriere erzogen, aber nur bis zu ihrer Volljährigkeit. Jetzt geht mir das nichts mehr an. Und ich habe absolut nicht vor, die fehlenden Rahmenbedingungen zu kompensieren, wenn der Kindergarten zu ist oder Schulferien sind oder der kleine Racker sie vielleicht auch nur einen Husten und einen Schnupfen holt und mich dann auch nur ansteckt. Du hast ein schlechtes Gewissen, weil du eigentlich nur im Beruf bleiben möchtest oder endlich nach der Pandemie nach Bali fliegen willst, anstatt für deine Kinder, Kindermädchen, Haushälterin, Dienstbotenmodell, kaiserliches, österreichisch-ungarisches Reich zur Verfügung zu stehen? Also in dem Fall bist du schon konditioniert. Da kannst du dir 100-mal sagen, es ist ein gutes Recht, dein eigenes Leben zu leben, bevor es spät ist. Glaub mir's, es ist bald spät. Ich kann ja meine Tochter verstehen. Ich weiß ja aus eigener Erfahrung, dass die Konversation mit einem Einjährigen nicht immer herausfordernd ist und es auch noch was anderes gibt als Windeln wechseln. Also ich will mit meinem Enkel Spaß haben und angeben. Ich freue mich, wenn die Leute sagen, was? Du hast schon so einen großen Enkel? Ich habe ja viel bei meiner Tochter verabsäumt. Aber ich habe nicht vor, das jetzt bei meinem Enkel zu kompensieren. Das hilft ihr nichts und mir auch nicht. Also, wie schaffst du das jetzt wieder, dass du kein schlechtes Gewissen hast? Als erstes heißt es, zu verhindern, dass du überhaupt gefragt wirst. Dann kommst du nicht in die Verlegenheit, Nein zu sagen. Und dazu gilt es, einen schlechten Ruf aufzubauen. Du musst dir als Oma oder Opa einen schlechten Ruf aufbauen. Und das geht am besten so, indem du lästige Erziehungstipps gibst. Am besten rufst du jeden Tag um 7 Uhr in der Früh an bei Erna. Dann, wenn sie am meisten im Stress sind, weil dann muss ja das Kind in den Kindergarten und die Eltern müssen in die Arbeit. Und dann fragst du, ob das Kind schon Stuhlgang gehabt hat. Und wenn nicht, dann machst du Vorwürfe bis auflegen, dass wie ungesund und schlecht es ist. Und wenn du dann das Kind siehst, dann bring jedes Mal ein chinesisch produziertes Billigspielzeug mit vom 1-Euro-Shop. Das hat gleich zwei Effekte. Die Eltern ärgern sich wegen der Nachhaltigkeit und das Kind mag die viel lieber wie sie. Und wenn du dann da einmal nicht auskannst und auf das Kind aufpassen musst, dann bring Wasserbomben mit. Die fützt dann miteinander und schmeißt es beim Fenster raus auf die Passanten. Da hat das Kind einen riesen Spaß dabei. Und wenn es der Glück hast, geht auch noch ein Nachbar vorbei und kriegt es am Schädel. Das sorgt für nachhaltigen Ärger. Ja, und wenn es ein Neugeborenes ist, dann verleg's. Die Eltern finden es dann schon wieder, wenn es blärt. Und noch ein letzter Tipp. Schenk zu Weihnachten und zum Geburtstag Kuscheltiere. Am besten Spinnen und Schlangen. Da freuen sich alle, die ganze Familie. Also, das war's jetzt wieder. Ich hoffe, es hat dir wieder gefallen und du hast ein paar wertvolle Tipps für dich mitnehmen können. Kein schlechtes Gewissen haben. Also, Daumen hoch nicht vergessen. Ich freue mich, wenn du meinen Channel abonnierst. Bis auf nächste Woche. Für dich.